Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So. Meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück und wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Und wir hoffen, dass ihr euch auch freut, dass wir wieder da sind. Und dann können wir in alter Tradition jetzt wieder loslegen, in eine neue Saison gehen. Wir sind jetzt wieder jede Nacht hier zwischen 1 Uhr und 2 Uhr im WDR Fernsehen, bei 1 Festival und bei 1 Live. Und wir fangen ganz einfach heute mit einer offenen und freien Themennacht an. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, was vielleicht im Sommer passiert ist, an schönen Dingen, an schlechten Dingen, über was ihr gerne mit mir reden wollt, streiten wollt, diskutieren wollt, wie auch immer, meldet euch. Wir sind live hier, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und mein Hinweis zum Mailen, wie immer, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben, damit wir euch dann auch sehr schnell zurückrufen können. Jetzt begrüße ich herzlich meinen ersten Anrufer heute Nacht. Das ist Sascha und Sascha ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Sascha, du klingst aber so weit weg, als würdest du im Auto sitzen oder so, kann das sein? Ich bin im Auto. So. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, weil ich nämlich absolut kaputt bin. Denn bisher habe ich 1000 Kilometer abgerissen, um ein Stück Holz und Metall durch Deutschland zu karren. Und das ist eigentlich ein recht unspektakuläres Thema, aber ich sammle Flipperautomaten. Ach so, aber du bist jetzt nicht mit einem Flipperautomaten unterwegs, oder wie? Doch, der ist im Kofferraum. Ein Williams Terminator 2 aus dem Jahre 1991. Ja. Und ich fahre jetzt gerade, wie auch vorhin angewiesen, auf dem Rastplatz drauf, damit ich auch nicht Gefahr laufe, in irgendein Funkloch zu geraten. Das ist ja richtig und sehr löblich. Genau. Und vor allen Dingen ist es auch besser, denn dann darf ich telefonieren ohne... Jetzt habe ich den Anfang gar nicht so richtig schnell eingeordnet. Du hast das Ding, diesen Flipperautomaten, von wo jetzt geholt? Also ich wohne in Aachen, ja? Und bin hinter Magdeburg... Stand halt das Ding. Ja. Und ich bin halt darauf gestoßen auf www.markt.de, dass da jemand einen Flipper verkaufen wollte. Und ich habe schon an der Artikelbeschreibung gesehen, dass dort jemand ist, der nicht ganz so viel Ahnung von der Materie hat. Ja. Und er wurde halt angeboten für einen Preis von etwas über 300 Euro. Ja. Und da konnte ich nicht widerstehen. Der erste Mal zuerst, da musste ich mich halt im Wagen setzen. Mittlerweile sehe ich das auch recht ambivalent, weil morgen muss ich um 8 Uhr raus. Und mittlerweile ist es 1 Uhr und ich fahre noch 2 Stunden. Ach weh, 2 Stunden hast du noch vor dir. Bist du alleine? Ich bin alleine. Bist du alleine? Diese Dinge sind doch sehr schwer, ne? 120 Kilo wiegt der. 120 Kilo. Ja. Und du sammelst diese Automaten? Ich sammel die. Wie viel hast du schon davon? Leider ist das jetzt wieder der erste. Ich hatte insgesamt 6, musste dann aber aufgrund eines beruflichen Wechsels alle verkaufen, um dann halt den Neustart finanzieren zu können. Ja. Aber da Flipper Rudeltiere sind, gehe ich davon aus, dass in den nächsten Monaten wieder einige stehen im Flipperraum. Aber was motiviert einen, solche Geräte und dann auch solche alten Geräte auch noch zu sammeln? Warum? Das ist die Mischung aus Lichter, Technik, Geschicklichkeit, um die Kugel laufen lassen zu können und natürlich die Möglichkeit, das Ding halt aufmotzen zu können beziehungsweise restaurieren zu können. Achso, du bist technisch versiert und begabt und baust und bastelst dann an den Geräten auch noch herum. Sofern ich das kann, richtig. Also die Holzlackierungsarbeiten, das ist absolut kein Problem, wo ich ab und an meine Finger spreizen muss. Das ist es, wenn es an die Platinen geht, löten oder halt messen. Aber da hat man sich ja mittlerweile aus den doch schon recht 5000 Mitglieder umfassenden Flipper-Kollegen-Fundus ein Netzwerk gebildet, sodass der ein oder andere ohne Probleme da auch die... So viele Leute gibt es. Ja, genau. Ich glaube, es gibt für alles, aber wirklich alles Gruppen, die das sammeln und sich dafür interessieren und wo man sich austauschen kann und wo man irgendwelche Foren findet im Internet und so weiter. Richtig, der Flippermarkt.de, das ist also die größte Tauschbörse. Da bin ich auch drüber gestolpert. Aber du hast dann auch dein Späßchen, dann an dem Ding, wenn es repariert und restauriert ist, auch zu stehen und mit dann auch zu spielen. Mit wachsender Begeisterung. Mit wachsender Begeisterung. Genau. Das heißt, die Kugel flippt dann halt
von Stunde zu Stunde. Und man muss einfach sagen, so ein Flipper ist ein Magnet, auf jeden Fall für die männliche Klientel. Ja. Sobald irgendwie Feste sind oder ähnliches, ja. Der Gast ist nicht mehr wichtig. Die ganzen Leute tummeln sich einfach um die Geräte. Und ich meine, man kennt das ja aus Kneipen auch. Genau, aber da verschwinden sie ja leider. Ist das so? Ja, natürlich. Ja? Die sind zu kostenintensiv. Es gibt nur noch einen Hersteller und die müssen gewartet werden. Das ist das Problem. Gummis platzen, Technik geht kaputt und es ist dann einfach zu kostenintensiv, sodass es da nicht mehr lohnt für einen Aufsteller, ja. Die noch in irgendwelche Kneipen unterzubringen. Warum müssen, ich meine, wenn du so Spaß an solchen Geräten hast, okay, warum müssen es dann mehrere sein? Du sagst, du hattest schon mal viele und überlegst dir vielleicht noch mehrere anzuschaffen. Warum jeder dann mehrere? Jeder Flipper ist anders. Jeder hat ein anderes Gimmick, ein anderes Natürlich. andere Beleuchtung. Und es ist ja auch nicht nur so, dass ich auf die ganz neuen Modelle stehe. Stern ist der letzte Produzent aus den Staaten, der jetzt noch halt die Flipper herstellt, aber die besten Flipper, die auch von dem künstlerischen Anspruch, das sind aus den 80er, 90er Jahren. Wann sind die denn zum ersten Mal überhaupt aufgetaucht auf dem Markt oder in den Kneipen? Oh, das Flipper gibt es eigentlich schon seit den Bingo-Spielen in den 30er, 40er Jahren. Ja. So populär in den Kneipen war das so 60er, 70er Jahren. So ja. Belly, Alligator, Williams Fabrik oder auch, was war das noch, die damals anfingen? Belly, Williams, Stern, die ersten. Was sind Höchstpreise, die man im Moment für so ein vielleicht auch etwas älteres Modell hinlegt? Das Medieval Madness von Williams aus dem Jahre 97, der bringt 5.000 Euro. 5.000 Euro? Der Big Bang Bar von Capcom, weil da nur ein paar hundert produziert worden, ca. 15.000 Euro. Ja, ist ja unfassbar. Ist ja unfassbar. Richtig, die kosten halt richtig Geld. Und den ich gerade hinter mir habe, der hat einen Wert von ca. 1.000 Euro. Aber du hast ein Schnäppchen gemacht. Ich habe ein Schnäppchen gemacht, das ist nicht selten. Du hast 6 Apparate schon besessen, ne? Hast du gerade gesagt. Ja, genau. Mhm. Und auch heftig und intensiv daran rumgeschraubt und gebastelt. Bis zu 200 Stunden pro Gerät. Also alles auseinandergenommen, alles getumbelt, alles neu lackiert, neu gestrichen. Und was machst du vom Beruf? Ich bin Produktmanager. Gar nichts mit in diesem Bereich tätig. Das heißt für mich, dass da sehr, sehr viel Freizeit draufgegangen ist. Genau, eigentlich jede Freizeit, die ich hatte, wenn ein neues Gerät kam. Gab es zu dieser Zeit auch eine Frau oder gibt es eine Frau? Seit kurzem nicht mehr. Es gab aber eine, aber das Problem Flipper spaltet halt die Welten. Nein, also, jetzt sag mir bitte nicht, dass deine Freundin dich wegen der Flipper-Apparate verlassen hat. So vermessen kann und will ich nicht sein. Das war auch nicht der Grund. Aber es ist halt so, dass halt diese Dinger gehasst wurden. Ja, irgendwann geht's den Mädels wahrscheinlich auch auf den Geist, wenn der Bursche... Genau. Sascha immer nur im Keller sitzt und da rumschraubt und bastelt. Richtig. Ja, die größte Animosität gab es einfach zu dem Zeitpunkt, als mein Flipperraum voll besetzt war, ich Ausgleich schaffen musste und halt ein Schnäppchen gefunden hatte bei eBay und dann musste er halt neben dem Schlafzimmerbett stehen. Und das war dann halt ein K.O.-Kriterium und da kreiste der Hammer. Ich hatte diesen Flipper auch nicht lange, aber da blieb mir halt nichts anderes übrig. Als ihn da hinzustellen. Ach so. Ich konnte ihn ja nicht da einfach irgendwo stehen. Aber dieses hatte dann zur Folge, dass du dich getrennt hast von der Freundin? Nein, nee, absolut nicht. Ja. Absolut nicht, nein. Also Flipper war halt nicht das Argument. Und sie hat es nicht akzeptiert, bis nicht verstanden, aber halt akzeptiert. Ja. Ideal wäre ja für dich, wenn du dich... Da gibt es doch bestimmt auch so Treffen, ne, von Flipper-Freunden. Ja, richtig. Und eben auch die Pinball-Convention. So, und eben auch von Flipper-Freundinnen. Da müsstest du dir ein Mädel anlachen, die mit dir an den Dingern rumschraubt. Ja, aber das ist schwer. Das geht so... Ich kenne eine Flipper-Frau. Ach so, das und ist... Und aber auch ganz weit weg. Und außerdem ist es ja nicht nur das Hobby, was zählt. Es muss ja auch noch der Rest passen. Und da bin ich bisher in der Klientel noch nicht fündig geworden. So, jetzt wollen wir dich nicht länger aufhalten. Du hast noch 2 Stunden vor dir, bis du in Aachen bist. Das heißt, jetzt bin ich auch wieder fit, da danke ich dir. Das heißt, es wird 3:30, bis du zu Hause bist. Das kommt ungefähr hin. Ungefähr und musst um 8 Uhr schon wieder auf der Matte irgendwo stehen oder aufstehen. Richtig, aufstehen. Aufstehen. So. Aufstehen. Also Junge. Ich muss heute Nacht noch irgendwie versuchen, die 120 Kilo mit dem Kollegen da hochzuwuchten. Ja. Und dann bin ich froh, wenn er steht und ich schlafen kann. Du kannst uns ja jetzt noch eine Stunde begleiten, bis 2 Uhr und dann komm gut in Aachen an. Jo, danke dir. Und vielen Dank für den Anruf, das war interessant. Auch. Alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Bis dann. Sascha, tschüss. Ciao. Tschüss. So ihr Lieben, solltet ihr gerade mal so durch die Kanäle gezappt sein,
im Radio, im Fernsehen. Wir sind wieder da. Jetzt ab sofort wieder jede Nacht zwischen 1 Uhr und 2 Uhr hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dieses ist wirklich noch eine originäre Live-Sendung, wo man live anruft und wo sich live Leute unterhalten. Also ihr könnt euch gerne melden unter 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Nummer, oder mailt uns domian@wdr.de. Der nächste Anrufer, das ist eine Anruferin und sie heißt Susanne und ist 44 Jahre alt. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Domian. Hallo Susanne, was ist denn dein Thema? Warum meldest du dich bei mir? Wir haben schon vor 3 Jahren mal gesprochen. Vor 3 Jahren? Ja. Ja. Als ich dir erzählt habe, dass mein Mann mich innerhalb nach 23 Ehejahren nach ungefähr 3 Tagen verlassen hat und mich gebeten hat, auszuziehen mit meinen 2 Kindern. Mhm. Damals klang das in meiner Wohnung noch sehr hell und sehr... Du hattest einen Schall drauf und hast gesagt, was ist denn los? Mhm. Und hast gesagt, mehr steht eben nicht in meiner Wohnung. Ich erinnere mich genau. Das war eine gute Gedankenstütze jetzt mit der leeren Wohnung. Ich erinnere mich wirklich dran. Ja. Mit der leeren Wohnung, dass du gesagt hast, es ist noch nichts da von Sachen. Nach so viel, nach... 4 Stühle und ein Tisch. Genau. Er hatte dich quasi von heute auf morgen verlassen. Von Freitagabend bis Sonntagabend verlassen. Weil er seine Jugendliebe wieder getroffen hatte. Genau, da müssen wir noch mal ein bisschen nacherzählen von damals. Er hatte seine Jugendliebe wieder getroffen und gefunden und sich dann auch in die verliebt, neu. Ja, neu. Hat so seine Kinder und auch mich nicht mehr gekannt und erkannt. Wie viele Kinder habt ihr gemeinsam? 2. Wie alt waren die Kinder damals? Mein Sohn war damals 10 und meine Tochter war damals 18. Und er hat sich überhaupt nicht mehr um dich und auch nicht mehr um die Kinder gekümmert. Doch, er hat noch einmal erfahren, dass meine Tochter entbunden hat, wo sie Mutti geworden ist mit 20 Jahren. Mhm. Da hat er sich bei meiner Tochter nochmal gemeldet. Mhm. Und auf Hilfe von dir, du hast mir damals gesagt, ich sollte eine Familienberatung aufsuchen und für meinen Sohn und so einen Psychologen. Das habe ich auch getan. Mhm. Hat er eben auch noch mal ein halbes Jahr Kontakt gehabt mit meinem Sohn. Ah ja, aber dann auch nicht mehr. Nein, das hat er abrupt abgebrochen. Mhm. Hat seinen 50. Geburtstag noch mal gefeiert mit meinem Sohn zusammen, fast gleichzeitig. Ich unterbreche mal eben, Susanne. Hast du denn von dir aus noch mal versucht, zu ihm in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen und zu sprechen? Ja, wesentlich. Ich habe Briefe geschrieben, ich habe SMS geschrieben. Mhm. Ich habe einmal im Monat, da wo er dann nach der Trennung von seiner Jugendliebe gewohnt hat, zu klingeln, auch meine Kinder. Das habe ich verstanden. Du hast geklingelt bei ihm, oder? Ja. Ja, aber er hat nicht aufgemacht, oder? Nein. Ich habe einmal abends, nachdem ich meine Nummer unterdrückt hatte, also mal ans Telefon gegangen und hat er noch gesagt, warum rufst du mit unterdrückter Nummer an? Und da habe ich gesagt, weil du ja mit meiner Nummer nicht rangehst, hast du ja vor 10 Minuten ungefähr gemerkt. Mhm. Also er war im Prinzip im April diesen Jahres das letzte Gespräch. Ich brauchte noch meinen Reisepass, das sind so Unterlagen, die er zurückbehalten hat, ja, damit eine... wie er gesagt hat, eine ordentliche Scheidung zu seinen Gunsten irgendwie. Ist er dann die ganze Zeit dann auch mit seiner Jugendliebe zusammen? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Am 27. Oktober vergangenen Jahres haben sie meinen Sohn und seinen 50. Geburtstag gemeinsam gefeiert. Mhm. Mit seiner Jugendliebe. Er wollte auch meinen Sohn zu seinem Geburtstag haben. Das musste ich auch zugestehen und das wollte ich auch machen. Ja. Weil mein Sohn hat gesagt, ja, das möchte ich. Mhm. Und ich hätte nie irgendwie dagegen gestanden. Nun rufst du mich heute nochmal an, Susanne. Was ist passiert? Ja, ganz einfach. Was ist passiert? Ich habe dich nochmal angerufen im Mai aus einem Hilferuf, wo ich gesagt habe, ich komme nicht weiter. Bin ich bei deiner Redaktion stecken geblieben. Mhm. Und am 14. Juli, also 14.07., war ich leider nicht zu Hause. Demnach musste die Polizei die nächsten Anverwandten irgendwie aufsuchen. Das war meine Tochter. Und meiner Tochter haben sie eben dann gesagt, dass
ihr Vater tot aufgefunden wurde, erhangen an, stranguliert in seiner Garage. Und wir hatten eigentlich jeden Tag damit gerechnet. Ihr hattet damit gerechnet, dass er sowas macht? Ja. Warum? Domian, ich habe dir das damals erzählt. Er ist nicht so selbstständig gewesen, wie er wirkte. Die Frau, die neu in seine, in sein Leben und in seine Liebe, die hat nicht den Halt gegeben. Mhm. Ja, war er denn, als er sich das Leben genommen hat, da war er dann auch schon getrennt von der Jugendliebe wieder. Ja. Er war alleine. Ja. Hat er dir, euch, deinen Kindern oder dir etwas hinterlassen? Nein. Gar nicht. Also meiner Nachfolgerin. Hast du mit dieser Frau? Einen Abschiedsbrief. Ja. Und weißt du, was in diesem Abschied? Die Lebensversicherung. Ah ja. Die wie hoch ist? 13.700 Euro. Ja. Weißt du, was in diesem Brief drin steht? Eigentlich durfte ich es nicht wissen, aber die Beamten von der Kripo haben mir Auszüge von diesem Brief gesagt. Waren da für dich? Am 30. April angefangen zu schreiben. Mhm. Am 30. Mai aufgehört zu schreiben. Am 3.6. hat er sich selber, hat er noch so ein Briefchen geschrieben, habe ich mich am 3.6. 11.10 Uhr selbst gerichtet. Mhm. Und am 14.7. wurde er gefunden. Moment, das heißt, er hat wochenlang... Sechs Wochen hing er... Ja. Mein Anwalt hat mir geraten, diese Bilder nicht mehr zu sehen. Ich wollte eigentlich drauf bestehen, damit ich einen Abschluss habe. Dass du ihn nochmal siehst, das ist aber, glaube ich, sehr gut. Er hat mir aber auch jahrelang vorgespielt, wenn ich ihn verlasse, wegen einem anderen Mann, hat er mir vorgespielt, wie er sich erhängen würde. Er hat es nicht zugemacht. Gott, was ein Drama. Jetzt muss ich nochmal fragen, das war vorhin am Anfang so viele Informationen. Wer hat ihn entdeckt und gefunden? Ein Garagennachbar, der diesen Geruch nach wochenlang nicht mehr ertragen konnte. Hm. Du hast gerade gesagt, dass du da etwas erfahren hast aus diesem Brief, den er geschrieben hat. Ich habe es nicht erfahren. Ich aus diesem Brief. Nein, du hast etwas über diesen Brief erfahren, hast du gesagt, von dem Kriminalbeamten. Nein. Der Brief ging an seine Jugendliebe. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber du hast vorhin gesagt, du wüsstest etwas von dem Inhalt des Briefes. Ja, aber das war über Umwegen. Okay. Mein Anwalt durfte nur einige irgendwie Auszüge von diesen Schreiben. Ist schon klar, aber meine Frage, die dahinter steckt, ist die, hast du da irgendetwas raus erkennen können, warum er das getan hat? Ja, aus seiner ausweglosen Situation und dass sein Alkoholkonsum eben wieder, ich hatte ja damals schon erzählt, ich hatte ihn durch einen Entzug gebracht. Mhm. Ich hatte eine Klinik gebracht, obwohl ich nur versprechen musste, dass ich nicht reinbringe, wenn er einen Entzug macht. Mhm. Aber er wollte damals aus dem Fenster springen, wo ich gesagt habe, hier ist das Ende reicht. Ihr habt viel miteinander durchgemacht, ne? Ja. Mhm. Hast du diesen Mann bis zum Schluss noch geliebt? Ich habe ihn wieder. Domian, ich habe ihn wieder. Du hast ihn wieder? Ja. Mhm. Ich habe ihn beerdigen müssen, weil wir waren noch nicht geschieden. Mhm. Ich gehe jeden Tag auf den Friedhof und ich habe ihn wieder. Was für Gefühle hast du, wenn du auf dem Friedhof stehst? Ich sage dann, damals, ich sage so, Schatz, das war nicht nötig. Ich hätte ja auch das zweite Mal helfen können. Auch ein zweites Mal Einzug. Du hast keinen Zorn auf ihn? Nein. Er hat dich ja sehr verletzt. Sehr. Er hat dich einmal wegen der Jugendliebe verlassen und dann hat er dich real verlassen. Ja. Aber dieses wirklich real verlassen empfindest du ja als Zurückkommen. Nein. Ich würdige nur das, was er für mich für meine Kinder und für mich getan hat. Er war für meine Kinder immer ein guter Vater. Bist du jetzt nach all dem, was passiert ist, in einer sehr, sehr, sehr traurigen Stimmung oder ist für dich jetzt so ein Punkt, wo du auch Abstand nehmen kannst?
Nee, noch nicht. Mhm. Ich habe einen sehr, sehr lieben Lebensgefährten seit 2 Jahren. Ach, den hast du? Das hast du? Ja. Ah, ja. Mhm. Und es tut mir ein bisschen leid, er hört wahrscheinlich jetzt hier irgendwie zu. Mhm. Ich hatte mich angemeldet bei euch und kam spontan jetzt nochmal bei euch rein. Mhm. Und da habe ich dann zu meinen jetzigen Lebensgefährten gesagt, ich spreche dann gleich mit Domian darüber. Mhm. Also soll ich gehen? Ja, ist eben gegangen. Er wollte es eigentlich nicht so hören. Hast du denn jetzt Sachen gesagt, hier nein, bei mir, die er noch nicht wusste, dein Lebensgefährten? Nein, nein. Du führst mit deinem Lebensgefährten eine glückliche Beziehung? Ja, ja, ja. Und du hast nicht das Gefühl, dass jetzt der Verstorbene zwischen euch steht? Nein. Nein. Nein, auf keinen Fall. Dennoch gehst du zum Friedhof und trauerst und redest auch in Gedanken mit ihm, weil er immer einen großen... Du hast manchmal gesprochen, Trauer ist was anderes, als in Schwarz zu gehen. Mhm. Und Trauer ist auch manchmal, als zu weinen. Mhm. Das sind manchmal deine Worte. Ich höre dir fast jede Nacht zu, wenn du da bist. Mhm. Trauer ist auch für mich, dahin zu gehen und zu sagen, es hätte anders gehen können. Machst du dir Vorwürfe? Ja. Welcher Art? Welche Art? Dass ich ich habe mir Briefe geschrieben. Du hast was? Ich habe ihm Briefe geschrieben im vergangenen halben Jahr. Mhm. Noch, da hat er seinen Führerschein entnommen bekommen, weil er unter Alkohol gefahren ist. Wir hatten aber damals den Entzug schon durchgemacht. Mhm. Ich habe ihn an jeder Bierbude, an jedem Fest, was in der Stadt gab, irgendwie vorbeigezogen. Sie haben gar nicht hingegangen. Mhm. Seine Jugendliebe ist da eben hin. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich nicht auf Deutsch gesagt hingegangen bin und gesagt, Rainer, das hast du nicht nötig. Klatsch. Mal wirklich eine verbale Klatsche gegeben. Aber vielleicht wäre das, vielleicht hätte das auch gar nichts genutzt. Ich meine, er hat ja nun einen radikalen Schritt damals unternommen. Offensichtlich war das für sein Leben damals schlüssig und richtig so. Aber es ist auch müßig, darüber jetzt zu spekulieren, was man noch hätte tun können. Dass die Dinge haben so ihren Lauf genommen. Bitte? Ich hätte viel mehr tun können. Denkt man natürlich immer, wenn man in so eine Dramatik verwickelt worden ist. Vorwürfe. Ja. Ich finde makabererweise an unserem 26. Hochzeitstag, dabei er war noch nicht geschieden, habe ich ihn an diesem Tag beerdigt. Es war unbedacht dieser Tag gewählt und der Bestatter hat gesagt, ja, die haben das Leben erzählt, da war was. Mhm. Und habe ich gesagt, dann soll es da eben auch so sein. Ein Anfang mit einem Ende. Aber ein Ende in absehbarer Zeit eventuell. Ja. Und der Einzige, der am Grab nicht geweint hat, war mein 12-jähriger Sohn. Mhm. Meine Tochter hat sich an ihren Mann angeklammert. Ich habe meinen Sohn in den Arm genommen. Mhm. Ich konnte mir auch die Tränen nicht unterdrücken. Und wir haben es auch sehr, sehr... War dein Lebensgefährte auch mit? Nein. Das wäre, glaube ich, unangepasst gewesen. Ja. Susanne, ich freue mich, dass du nach all diesen Katastrophen und diesem Auf und Ab und all dem, was geschehen ist, dass du jetzt einen neuen Lebensgefährten hast, der dir sicher hilft, auch mehr in die Zukunft schauen zu können, als denn zurück. Das finde ich sehr schön für dich. Wenn du noch eine Hilfe von uns haben möchtest, kann ich es dir sehr gerne anbieten. Ich möchte eigentlich nur eine Hilfe für meinen Sohn. Ja. Den ich damals schon, habe ich dir damals schon erzählt, weil der Verlust vom Vater, wo wir getrennt waren, hatte ich ihn ja so bei einer Kinderpsychologin untergebracht. Und damit habe ich mit meinem Sohn drüber gesprochen. Ist keine Strafe, ist nur eine Hilfe. Okay, du würdest gerne in der Richtung nochmal irgendwie eine Hilfestellung von uns. Mein Sohn möchte das nicht. Der möchte das nicht. Okay, ich würde sagen, wir rufen dich mal zurück. Und dann kannst du in Ruhe mal mit Simone sprechen, die sich auch genau in solchen Gebieten sehr gut auskennt. Und ihr könnt gemeinsam beraten, was du mit dem Sohn tun könntest. Ich danke dir für dein Vertrauen und wünsche dir alles Liebe und alles Gute, Susanne. Danke.
Danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Danke, ich wünsche dir alles Gute. Sehr, macht sehr nett von dir, vielen Dank. Und du hast ein tolles Team. Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann nur zu ans Telefon. Das ist unsere kostenfreie Nummer und ihr mailt uns unter domian@wdr.de. 16 Jahre ist sie alt. Sie ist mein nächster akustischer Gast hier, die Antonia. Guten Morgen. Hallo. Hallo Antonia. Schön, dass du da bist. Antonia, um was geht's? Bei mir geht's darum, dass ich zurzeit in echten Schwierigkeiten stecke und das kommt eigentlich alles daher, dass bei mir jetzt vor kurzer Zeit Asperger-Autismus diagnostiziert wurde. Was ist diagnostiziert worden? Asperger-Autismus. Erklär es uns. Autismus hat bestimmt ja jeder schon von gehört. Diesen Kim Peek zum Beispiel kennt bestimmt jeder, der sich Sachen, die er einmal gelesen hat, sein Leben lang auswendig merken kann, sich aber nicht mal alleine anziehen kann. Das ist so eine Extremform. Mhm. Man muss sich so einen Asperger-Autisten so vorstellen. Asperger heißt das, ne? Asperger-Syndrom. Asperger-Syndrom. Mhm. Man muss sich einen Asperger-Autisten eigentlich so vorstellen, rein äußerlich erkennt man ihn nicht, aber wenn man ihn näher kennenlernt, wird einem auffallen, da fehlt einfach dieses berühmte, dieser soziale Instinkt. Es fehlt einfach diese Fähigkeit, auf Anhieb zu erkennen, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um. Mhm. Und das würde auch jedem auffallen, der näher mit mir Kontakt hat. Es wirkt einfach alles, wenn man es ganz genau betrachtet, einfach alles sehr auswendig gelernt. Genau das ist das Problem. Ich kann mir einfach... Das heißt, darf ich unterbrechen? Ja. Das heißt, wenn man dich kennenlernen würde, ist das schon irre, dass wir so ganz sachlich darüber sprechen können, über das, was du hast. Du hast eine autistische Erkrankung und wir beide unterhalten uns ganz normal darüber. Finde ich schon mal sehr, sehr, sehr schräg irgendwie. Na, das ist gar nicht schräg, wenn du bedenkst, ich bin ja nicht in direktem persönlichen Kontakt zu dir. Müsste ich darüber mit dir sprechen, während ich dir gegenüber sitze, wäre es viel, viel schwieriger, weil ich dich als ganze Person deine Körpersprache vor dir hätte. Ich müsste all deine Signale, deinen Augenkontakt, müsste ich alles verstehen. Jetzt höre ich dich nur und das ist so viel einfacher. Würde ich dich, wenn ich dich privat kennenlernen würde, also wenn ich dich ein bisschen näher kennenlernen würde, als ziemlich kalten Menschen empfinden? Gar nicht mal, aber einfach, du würdest mich, glaube ich, wie beschreibe ich es am besten? Ich glaube, du würdest mich als jemanden kennenlernen, der einfach irgendwie etwas unbeholfen wirkt. Wenn es darum geht, zum Beispiel Anteilnahme zu zeigen. Mhm. Ganz große Schwierigkeit. Jemandem geht's schlecht und ich weiß, gerade heute in der Schule, ein Mädchen saß neben mir weinend, die war wohl irgendwie sehr aufgewühlt, ich wusste nicht warum, ich habe sie nicht getröstet, ich wusste nicht, ich habe sie nicht mal gefragt, was los ist. Ich hatte Angst, jetzt mache ich was falsch. Ich weiß ja nicht, was sie hat. Sie könnte sich angegriffen fühlen. Ich kenne sie ja noch gar nicht. Okay, das ist ja noch relativ normal, würden ja viele klar so denken. Mhm. Oder ist es dir letztendlich auch egal? Es ist mir nicht egal. Es belastet mich sehr. Ich fühle ein Mitleid. Aber ich habe sehr großes Problem, dieses Mitleid auszudrücken oder irgendetwas beizutragen zur Situation. Jetzt hast du gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, dieses ist kürzlich diagnostiziert worden. Ja. Wie kam es überhaupt zu einer solchen Untersuchung und wie kam es dann zu der Diagnose? Das Ding war, ich war vorher einige Jahre lang in der Schule gemobbt worden, war aber erst eben im Laufe der Jahre in der Lage dazu, das richtig einzuschätzen. Ich war einfach anfangs, man würde sagen, ein kleines naives Kind, als ich in die 5. Klasse kam. Heute kann ich sagen, ich wusste es einfach nicht besser. Ich habe nicht verstanden, was haben diese Kinder gegen mich? Mhm. Ich habe nicht verstanden, ich mache doch nichts falsch, ich bin doch nett zu denen, warum sind die nicht nett zu mir? Mhm. So, da muss aber irgendjemand entscheiden, so jetzt gehen wir mal zu einem Psychiater. Ja, das fing dann eigentlich damit wirklich konkret an, als ich dann nach 5 Jahren einfach dann sagte zu meiner Mutter, ich möchte nicht mehr in diese Klasse gehen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich kann da nicht mehr hingehen, ich fühle mich schlechter. Und dann hat sie natürlich gesagt, da müssen wir mal was machen, da kann ja was nicht stimmen. Mhm. Also haben wir von Beratungsstelle zu Psychologen und dann noch weitergegangen, bis wir schließlich die Empfehlung bekamen, einen stationären Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik. Mhm. Mhm. in Betracht zu ziehen. Dann war ich da auch 3 Monate und erst gegen Ende kam dann raus und kristallisierte sich heraus, dass es sich wohl um Autismus handelt. Wann war dieser Aufenthalt in der Klinik? Der war von, April bis Juli. In diesem Jahr? Ja. Mhm. Wenn man dann so eine Diagnose bekommt mit so einer doch eher merkwürdigen Erkrankung, die einem vielleicht auch Angst macht und man weiß, man hat die selbst, wie hast du das aufgefasst? Ich hatte den, sag ich mal, Vorteil, dass ich das davon schon früher gehört hatte. Ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt schon meinen Freund und von ihm wusste ich, dass er das auch hat. Ach so. Ich war also mit der Thematik vertraut. Anfangs muss ich ja sagen, als ich bei ihm erfuhr, dass er das hat, dachte ich schon, dass das irgendwie was Unheimliches ist. Und ich nicht verstehe, warum ist er jetzt, gilt er jetzt auf einmal als behindert und geistig nicht ganz in Ordnung. Aber du giltst nicht als behindert und geistig nicht in Ordnung. Puh,
das sieht jeder anders. Es ist halt streng genommen, ist es offiziell eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Denkt halt sich mehr, wenn man dann so davon liest, denkt man halt wirklich, oh Gott. Lass uns noch ein bisschen Butter bei die Fische machen, damit man sich das besser vorstellt. Du sagst, du bist sozial, kannst du dich nicht gemäß verhalten. Mhm. Lass uns mal ein paar Beispiele nehmen. Hast du eine beste Freundin? Nö, nur Freunde. Freunde. Ich bin besser klar. Aber du kannst zum Beispiel auf eine Beziehung kannst du dich einlassen. Ja. Die Mutter deines Freundes würde sterben. Wie würdest du dich verhalten? Ich glaube, innerlich wäre ich absolut traurig, aber ich glaube, ich würde nach außen hin einfach ja wirken wie jemand, der einfach resigniert, der einfach sagt, ja, es ist schlimm, aber sowas passiert. Es wird einfach für Leute, die sehr aufgewühlt sind, die viel weinen würden, die halt die Trauer auf ihre Weise verarbeiten, würde es wirken, als wäre ich ein kalter Klotz. Ja, darauf wollte ich es hinaus. Das heißt, innerlich empfindest du schon mit und kannst Anteil nehmen am Leid oder an der Traurigkeit anderer Leute, aber man sieht es nicht, man merkt es nicht. Ich muss einfach darauf hoffen, dass die Leute mir glauben, wenn ich sage, mir tut das auch sehr leid. Auch wenn es sehr hohl klingt in dem Moment. Wie haben deine Eltern auf diese Diagnose reagiert? Mein Vater ist ja vor einigen Jahren schon gestorben. Dementsprechend war nur meine Mutter da und die war halt eben schon länger etwas überfordert mit mir gewesen, weil sie eben ja viele Probleme damit hatte, einerseits noch zu verarbeiten, dass mein Vater nicht mehr da war und andererseits eben, weil sie mich nicht verstanden hat, ich habe sie nicht verstanden und es war riesiges Missverständnis in der Luft und keiner hat gewusst, was los ist. Also für sie war das doch eine gewisse Erleichterung, auch wenn halt viel Arbeit noch auf uns alle zukommt. Achso, eine Erleichterung in dem Sinne, dass sie nun dich einordnen kann und kann, was es ist. Was macht man dagegen? Kann man dagegen therapeutisch was machen? Man kann, es ist auf keinen Fall eine heilbare Sache. Es ist aber auf jeden Fall möglich, mit Hilfe von Therapien die Nachteile zu begrenzen. Dass man ich ein besseres Gefühl für mich als Person und für andere Menschen als Person bekomme. Verstehe. Das heißt, wenn man nichts machen würde, bestünde die Gefahr vielleicht, dass du eine vollkommene Außenseiterin würdest? Ja, das bin ich ja schon relativ häufig. Aber ja, es bestünde durchaus die Gefahr, dass ich mich einfach nur durch die schlechte Erfahrungen hangeln würde und eigentlich immer von einem Problem ins nächste käme. Wenn man nicht mitfühlend reagieren kann, so wie andere das tun in schlimmen Situationen, hast du schon mal angefangen, andere zu beobachten, wie die reagieren, um dir das abzugucken, um dann vielleicht genauso zu sein? Auf jeden Fall, denn das ist ja das, was ich am besten kann. Ich bin gut darin zu lernen. Der Intellekt ist sehr gut ausgeprägt, im Ausgleich für die mangelnden sozialen Fähigkeiten. Und da habe ich natürlich, wie eigentlich jeder in diesem Spektrum dir berichten würde, einfach versucht, andere zu kopieren in den Momenten, wo ich fand, dass das nötig ist. Ja, ja. Ist es in der Tat sehr erstaunlich. Du bist erst 16 Jahre alt und du redest wirklich wie eine Studentin, die schon vier Semester Psychologie oder was weiß ich studiert hat. Danke. Intellektuelle Fähigkeiten, Stichwort. Du bist im Moment noch Schülerin. Ja, klar. Natürlich, klar. Was für eine Frage. Wohin gehen die Träume so? Was möchtest du mal machen? Oh, das ist bei mir ein ganz großes Problem, aber auf jeden Fall etwas. Man sagt ja, bei jedem Autisten gibt es ein sogenanntes spezielles Interesse, also irgendein Bereich, wo er ganz besonders gut ist. Man kennt da bei den männlichen Autisten ist das klassisch dann die Mathematik. Bei mir ist es eher, was typisch weiblich ist, eher die Sprache. Und für Sprache bin ich unheimlich zu begeistern und ich fände es schon klasse, wenn es da irgendwas gibt, was ich machen könnte. Ich bin eigentlich auch mit allem interessiert, was mit Stimmen zu tun hat. Ich habe eine unheimliche Sympathie für jede Form von irgendwas mit Stimmen. Ja. Ich merke mir ganze Karteien über Synchronsprecher auswählen, einfach weil das mir Spaß macht. Dein Freund, hast du gerade angedeutet, hat dieselbe Erkrankung. Ja. Schon bevor herauskam, dass du sie hast. Wie habt ihr euch kennengelernt? Durch Zufall? Ja, das war ganz interessant. Das war eigentlich einfach nur aus einer Gewohnheit entstanden, denn unser beider Eltern hatten uns angeraten, man könnte ja mal so ein bisschen was machen, mit anderen Kindern unternehmen. Dann wurden wir halt ins Sommerzeltlager geschickt. Und darüber haben wir uns dann kennengelernt. Und jetzt unterhaltet ihr beide euch über eure Erkrankung? Das können wir theoretisch tun. Das tut ja auch. Ja klar, also wenn wir zum Beispiel irgendwas ganz Typisches machen, das ist eigentlich ein Versuch, die Selbstreflexion zu verbessern. Denn die ist echt auch ein Problem. Sich selbst so wirklich zu verstehen zu lernen, ist unheimlich schwierig. Und da hilft es wirklich, wenn man einander dann einfach so sagt, guck mal, das ist aber jetzt aber ja, das gar nicht sagen. So... Gar nicht so untypisch. Ja, das wollte ich gerade sagen. Eigentlich ist das doch eine tolle Fügung, dass dein Freund auch diese Erkrankung hat. So könnt ihr euch auf intellektuellem
Niveau und auf einer rationalen Ebene könnt ihr euch über diese Erkrankung unterhalten und gegenseitig euch vielleicht auch versuchen zu helfen. Das auf jeden Fall, auch wenn dann natürlich, wenn du bedenkst, es sind zwei Menschen, die schlechter sind, die Gefühle und ja, klar. Bedürfnisse des anderen zu erahnen, das ist dann ziemlich schwierig. Dann gibt es einfach, da muss man sich so mit Tricks behelfen, die dann eben auf der intellektuellen Basis funktionieren, die Gefühle zu erklären. Das ist eigentlich ganz lustig sogar für Außenstehende. Wir haben uns einfach schon fast eine Art von Theaterspiel überlegt. Hast du ein Beispiel? Ja, stell dir vor, Kopf und Herz wären richtige Personen, so Figuren. Mhm. Nicht wirklich, dass man sagt, ich fühle mich so, sondern dass man sagt, Person XY tut dies. Mhm. Das ist einfach für unsere Art dann zu erklären, die mir das wie so eine Art Handlungsstrang erzählen, ist unsere Art dann zu sagen, ich fühle mich in diesem Moment so und so. Es klingt natürlich etwas abstrus, aber es funktioniert sehr gut, da es einfach etwas Abstraktes ist. Man muss nicht sagen, ich fühle mich so und so. Wie alt ist dein Freund? Der ist jetzt 18 geworden. Der ist 18. Mhm. Geht es dir, nachdem du weißt, was mit dir los ist, auch eigentlich besser, weil du dich besser begreifen und einordnen kannst? Damit persönlich auf jeden Fall, da man sich dann eben auch an Gleichgesinnte und Mitbetroffene wenden kann. Aber es hat halt eben auch seine Nachteile, weil jetzt natürlich das große Problem ist, ich kann das den Leuten ja nicht einfach so sagen. Ja, wenn jemand nicht nett zu mir ist, ja, du kannst mich nicht so behandeln. Ich kann da nichts für, ich bin krank. Das geht ja nicht einfach so. Warum nicht? Erfahrung gemacht habe, ist einfach, viele Menschen verstehen es nicht. Ich finde es doch geradezu hervorragend, dass du zumindest im engeren Kreis das dann auch erklären kannst, dass du sagst, ich kann jetzt nicht so darauf reagieren, wie du es vielleicht erwartest oder wie das gesunde Leute tun, aber ich habe halt diese Erkrankung und deshalb reagiere ich anders, aber im Herzen bin ich bei dir. So kannst du es doch erklären. Das hilft doch sicher über manch eine vielleicht schwierige Situation hinweg. Aber jedenfalls, wenn ich konkret das große Problem für Schulen als Beispiel verwende, dann ist einfach das Problem, stell dir vor, irgendwelche Mitschüler kommen mir bescheuert und machen nicht irgendwas an, wofür ich nichts kann, einfach weil ich es nicht besser verstanden habe. Wenn ich denen dann sagen würde, hört mal, ich bin krank. Ja gut, das geht in dem Fall nicht, das ist mir klar. Absolut nicht. Das ist einfach eigentlich das größte Problem. Mit Älteren komme ich wunderbar zurecht, weil, wie du schon sagtest, ich kann mich so ausdrücken, dass auch Erwachsene mich in einem Gespräch durchaus verstehen und annehmen können. Ja. Weil ich halt nicht in jedem zweiten Satz dreimal Alter sage oder so. Ja, ja. Aber stimmt, in diesem schulischen Umfeld, wie du es gerade beschrieben hast, ist das in der Tat sehr schwierig. Es gibt bestimmt Selbsthilfegruppen, ne, auch für diese Erkrankung. Ja klar, und ich habe auch jetzt, man hat mit mir und meiner Mutter verschiedene Angebote auch gezeigt, die jetzt arrangiert werden sollen. Unter anderem ein Angebot, das von einem Verein, der dafür zuständig ist, Lehrer zu informieren über die Krankheit. Mhm. Das klingt soweit alles ganz schön, aber für mich ist einfach das große Problem, ein ganz wichtiger Aspekt im Leben jedes Asperger-Autisten ist Gleichmäßigkeit. Es muss feste Dinge geben, nicht alles, aber es muss feste Dinge geben, auf die man sich verlassen kann. Ja. Dinge, denn überlegt man, Menschen sind ja gar nicht vorhersehbar. Menschen machen dauernd Dinge, die man nicht logisch verstehen kann. Das ist echt anstrengend zu verstehen. Ja, das finde ich auch sehr anstrengend. Für jemanden, der das instinktiv nicht kann, echt schwer. Und dann ist es natürlich schön, wenn man im restlichen Alltag Dinge hat, die man ihm gut tun, weil man weiß, die funktionieren immer wieder so. Ich kann dir mal ein Angebot machen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wir können es ja versuchen. Wenn Leute zugehört haben, vielleicht auch junge Leute in deinem Alter, 16 Jahre, 17 Jahre, 18 Jahre, die auch an diesem Asperger-Syndrom leiden und irgendwie Kontakte haben wollen, sollen wir euch miteinander verbinden? Das können wir gerne machen. Was aber auch sehr empfehlenswert ist, ist das Internetforum von aspis.ev. Achso, da gibt es dann schon viele Sachen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, ist einfach dann das Problem, in meinem Leben wird sich jetzt auch einiges ändern, dadurch, dass meine ganzen Freunde, einschließlich meinem festen Freund, die haben jetzt alle Abitur gemacht. Achso. Die werden sich also alle Winde zerstreuen und studieren gehen. Mhm. Das ist eine harte Zeit, da musst du dann durch, bis du auch in das Alter kommst. Exakt, und das ist das Problem darin, dass ich mich zwar geistig auf deren Niveau bewegen kann, aber einfach vom Alter her nicht dazu passt. Die werden alle weg sein, ich werde sie nicht mehr so oft sehen können. Ein fester Bestandteil meines Alltags fällt also weg. Verstehe. Das ist dann die neue Schule, die Leute, die ich dort nicht kenne, ist also für mich zurzeit sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt habe ich auch sehr große Angst, denn wenn das jetzt nicht klappt, habe ich einfach Angst, Familie und so nochmal zu enttäuschen. Meine Mutter hofft jetzt so sehr, neue Schule, das klappt doch jetzt bestimmt. Wenn ich jetzt irgendwann sagen würde, du Mama, das geht da nicht. Antonia, in welchem großen Umfeld wohnst du? Also in welcher Stadt oder Region oder Bundesland? Ich wohne in Stormarn, Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein.
Also, sollte uns jemand zugehört haben in der Region, vielleicht kann man da ja doch irgendwas stricken und knüpfen, was für dich auch hilfreich sein könnte, dann könnten wir dir vielleicht so ein bisschen helfen. Aber du hast auf jeden Fall dazu beigetragen, diese Erkrankung etwas populärer zu machen jetzt. Du hast Informationen darüber, das finde ich schon mal ganz gut. Da bin ich auch froh. Immer ein erster und wichtiger Schritt, lieber Antonia. Mhm. Danke für deinen Anruf. Ja, ich habe zu danken. Alles Gute wünsche ich dir. Schönen Gruß an deinen Freund. Danke dir auch. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist Jeanette. Jeanette ist 22. Guten Morgen, Jeanette. Ja, schönen guten Morgen. Jeanette, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Es geht darum, ich bin jetzt seit einer Woche mit meinem Freund auseinander. Mhm. Der ist 21 und seit anderthalb Jahren querschnittgelähmt. Durch einen Unfall? Ja, genau, durch einen Autounfall. Ja. Und ich bin aber nur etwas mehr als 7 Monate mit ihm zusammen gewesen. Das heißt, ich habe ihn auch so kennengelernt, hatte auch keine Probleme damit. Mhm. Und ja, es gab viele Probleme bei uns in der Beziehung. Teilweise aufgrund dessen, weil er einfach noch nicht damit klargekommen ist, dass er im Rollstuhl sitzt. Mhm. Er ist nämlich auch nicht in psychologischer Behandlung. Funktionierte denn seine Sexualität oder ging das auch nicht so, wie es früher ging? Natürlich nicht so wie früher, aber funktioniert hat schon noch, nur er hat sich auch nicht ganz getraut, es auszuleben, sag ich mal. Was heißt das? Er hat sich geschämt dafür, dass er nicht mehr so eine Erektion haben konnte, zum Beispiel wie vor dem Unfall. Ja. Konnte er denn überhaupt eine Erektion bekommen? Ja, das kann er. Das ging schon, ja. Ja, aber eben nicht so wie vor. Hat er denn auch etwas gefühlt dabei? Nein. Gar nicht. Also er bekam schon eine Erektion, aber er hat kein sexuelles Empfinden in den Geschlechtsteilen gehabt. Nee, also er konnte es auch nicht steuern, zum Beispiel, wenn ein Orgasmus kam oder sonst. Kann er nicht. Also weil alles im Prinzip wirklich taub unten herum ist. Genau, ab dem Bauchnabel. Ab dem Bauchnabel. Mhm. Mhm. Wie ist das bei ihm mit der Blase und? Das ist bei ihm auch so ein Thema. Das kann er auch nicht mehr kontrollieren. Er hat Tabletten, damit lähmt er die Blase und verwendet dann einmal Katheter, wenn er auf Toilette geht. Was verwendet er? Einmal Katheter. Mhm. Ja, ich denke mal, Katheter ist hier ein geläufiger Begriff. Natürlich, ja. Und ja, diese Katheter, die benutzt er dann einmal und schmeißt weg. Ah ja. So. Und was ist mit dem Stuhlgang? Funktioniert bei ihm auch nicht normal. Da hat er nie gerne drüber geredet. Er hat da gewisse Tage, da möchte er dann einfach alleine sein. Mhm. So, seit einer Woche getrennt. Genau. Nach 7 Monaten. Warum getrennt? Ja, es ist, wie schon gesagt, wir hatten einige Probleme. Unter anderem war es einfach, weil er noch nicht damit klarkommt, dass er im Rollstuhl sitzt. Er hat auch meiner Meinung nach ein Alkoholproblem. Mhm. Und deswegen gab es auch immer wieder Zoff, weil wenn er getrunken hat, dann wurde er ein richtig anderer Mensch. Also er hat ein Verhalten mir gegenüber, das konnte ich einfach nicht akzeptieren. Das hat mich zu Weißglut getrieben. Er hat dann Sachen gesagt, die waren für mich verletzend. Ihm war es dann aber egal. Und, zum Beispiel, was hat er gesagt? Das war alles so viel. Mhm. Zum Beispiel, einmal hat er gesagt, dass ich für ihn ein Nichts sei. Mhm. Das ist aber auch erst passiert, weswegen wir ja auch eigentlich Schluss haben. Mit seinem Verhalten hat er mich so zur Weißglut getrieben, dass mir leider Gottes Willen zweimal die Hand ausgerutscht ist. Dir? Mhm. Du hast ihn geschlagen? Genau. Du hast ihm eine Ohrfeige gegeben? Genau. Und ich kann wohl meine Kraft nicht kontrollieren. Also er hat gesagt, es war schon richtig heftig. Und das ist auch so ein Problem meinerseits. Ich habe Aggressionen, die ich nicht unter Kontrolle habe. Also ich werde sehr schnell laut. Das ist nicht nur bei ihm so gewesen, sondern auch bei meinen Freunden vorher. Mhm. Bei meiner Mutter, die schnauze ich auch immer an. Meine Freundin, die haben auch schon gesagt, Nettie, also ist mein Spitzname, das geht so nicht. Und ja. Und jetzt dadurch, dass ich den Max verloren habe, also das ist mein Ex-Freund. Mhm.
Hast du ihn gemerkt? Bitte? Ja, bitte. Hast du gemerkt? Habe ich gemerkt, dass es so nicht weitergeht und habe mich dann jetzt auch bei einer Psychotherapeutin gemeldet und werde jetzt in Therapie gehen. Ah, das heißt, das hat dir viel auch über dich selbst klar gemacht. Ja. Dass du da, es mag eine Schuld auch bei ihm liegen, aber es liegt auch eine gravierende Schuld bei dir, dass du Grenzen überschritten hast. Bist du denn mit der Trennung mit dir im Reinen? Sagst du ja? Nein. Überhaupt nicht. Also ich habe es jetzt Gott sei Dank eine Woche lang ausgehalten, mich nicht bei ihm zu melden. Das ist mir vorher immer schwer gefallen. Also wenn ich einen Freund oder einen Bekannten verloren habe, dann habe ich da immer hinterhergegangen und habe die Leute dann so bedrängt, dass sie dann irgendwann gesagt haben, ich habe die Schnauze voll von dir, lass mich in Ruhe. Wer hat denn hier wen verlassen? Du ihn oder er dich? Eigentlich haben wir beide Schluss gemacht, aber also ich wollte ja eigentlich nicht, aber er hat mich mal wieder so zu Weißglut getrieben, dass ich gesagt habe, weißt du was, komm, lass es sein. Bereust du das? Würdest du gerne wieder mit ihm zusammen sein? Ja, auf jeden Fall. Also, das heißt, die Gefühle sind schon da? Ja, auch. Er hat wirklich viele gemeine Sachen zu mir gesagt. Mhm. Und da würden andere Frauen oder Menschen dann sagen, was will die denn dann noch mit dem, wenn das so ein Arschloch ist? Ich meine, zu seiner Entschuldigung und zu seinem Verständnis kann man sicher dann wirklich sagen, dass er ja nur auch einen großen und schlimmen Schicksalsschlag hat erleiden müssen und er mit sich wahrscheinlich auch noch lange nicht im Reinen ist und mit seinem neuen Leben und das vielleicht auch noch nicht akzeptiert hat und daraus vielleicht das auch resultiert, dass er so seltsam oder halt auch so verletzend drauf ist. Warum hast du mich angerufen, Janet? Es ist einfach jetzt gerade, ich habe mich heute, also habe ich es dann doch nicht mehr ausgehalten, ich habe ihm dann eine Nachricht geschrieben. Mhm. Hab gesagt, dass ich mich jetzt in die Therapie begebe und dass ich mich trotzdem gerne nochmal mit ihm treffen würde, weil da viele offene Fragen noch sind. Und hat er reagiert? Ja, er hat. Ich habe die Mail so am frühen Abend geschrieben und er hat sich dann so gegen 22 Uhr gemeldet und hat gesagt, dass er gerne die Daten meiner Therapeutin haben möchte und mit mir eigentlich nicht reden will. Und dann habe ich halt gefragt, ja, warum denn? Ne? Was bringt dir das, mit meiner Therapeutin zu reden? Ich habe die Fragen und nicht sie. Hm. Und dann meinte er so, ja, da sind so ein paar Sachen, da könnte ich dann mit deiner Therapeutin vielleicht besser drüber reden als mit dir. Du würdest dann wieder irgendwelche Sachen falsch verstehen und wärst gekränkt oder verletzt oder sauer. Und dann habe ich gesagt, ich so, ja, ich werde dir die Daten morgen geben. Weil ich halt auch nicht weiß, wie das in Ordnung so für sie ist. Sprich doch mal genau darüber mit deiner Therapeutin. Vielleicht gibt es ja sogar die Möglichkeit, dass ihr zu dritt euch mal unterhaltet. Das habe ich ihm auch vorgeschlagen, das wollte er nicht. Also ich wollte morgen auch anrufen, ich bin dann jetzt gerade ein bisschen rumgefahren und habe glücklicherweise gehört, dass du wieder auf Sendung bist. Hm. Und da habe ich mir gedacht, komm, ruf da an, weil... Also er will das nicht. Er will nicht mal zu dritt ein Gespräch. Das heißt, er ist sehr vorsichtig und hat Angst vielleicht vor neuer Verletzung und vor neuen Situationen, mit denen er dann nicht zurechtkommen könnte eventuell. Genau, und das ist nämlich auch so ein Thema bei ihm, dass er sehr große Angst davor hat, verletzt oder verlassen zu werden, weil als er in... Und du hast ihn ja nun verletzt? Sehr? Ja. Das kann man so sagen. Ihr habt euch gemeinsam verlassen. Hm. Gab es denn von ihm dann irgendwelche Andeutungen noch, dass er gerne würde wollen, dass ihr wieder zusammenkommt? Nee. Nee. So, also dann, ich wünsche es mir zwar noch wieder mit ihm zusammenzukommen, aber die Hoffnung ist so. Die ist sehr gering. Ja. So wie du es einschätzt, sind bei ihm nicht mehr so viele Gefühle da wie bei dir. Genau, ja. So, dann ist das Allerklügste und wahrscheinlich aber auch das Schwierigste für dich. Ich kann es mir schon denken. Unbedingt auf Abstand zu gehen. Ja, ich habe es ja auch, wie gesagt, diese eine Woche lang versucht und das auch ausgehalten. Also ich habe ihm... Das war erst der Anfang jetzt. Ja. Und dann auch keine SMS mehr schreiben. Ja. Wenn er jetzt die Daten von der Psychologin hat, ich vermute mal gar nicht, dass die...
sich darauf einlässt, sich mit ihm zu halten, zu unterhalten, ich weiß es nicht. Das ist aber auch jetzt letztendlich egal, zunächst. Wichtig ist dein Verhalten. Dein Verhalten ist, dich zurückzunehmen. Wenn du überhaupt eine Chance hast, nochmal, so wie du es mir geschildert hast, nur indem du auf Distanz gehst. Alles, was du jetzt machst, bestätigt deine Rolle, die du bisher ausgefüllt hast. Nämlich, dass du heftig bist, dass du massiv bist, dass du krallig bist, ich sage es mal bewusst, böse. Ja. Und das ist sind all die Sachen, die er wahrscheinlich gar nicht kann ertragen im Moment. Beruhigung. Ja, ich meine, er hat selbst auch schon zugegeben, dass er in unserer Beziehung oft gemein zu mir war. Ja. Aber du hast interessiert ihn das nicht mehr. Bitte? Ich sag, irgendwie interessiert ihn das jetzt nicht mehr, dass er gemein zu mir war. Also ich habe auch nicht einmal, er hat sich nicht bei mir entschuldigt dafür und er hat dann noch so gesagt, so er hat sich dann vielleicht oft so verhalten, damit es ihm besser geht. Ja, weißt du, das ist jetzt auch egal. Man will dann immer noch mal reden und noch mal irgendwas fragen und sagen und man hat die Hoffnung, dass man dadurch irgendwas noch hinbiegt. Letztendlich hat das alles gar keinen Sinn. Wenn irgendwo ein Sinn noch mal auftauchen sollte am Horizont, erst wenn sich wirklich beide Seiten sehr beruhigt haben, wenn beide Seiten vielleicht auch was gelernt haben. Und da können auch durchaus Monate oder ein halbes Jahr vergehen. Geh du jetzt erstmal in deine Therapie. Das finde ich übrigens einen guten Schritt, Kompliment, dass du von dir aus das jetzt eingefädelt hast. Denn da scheint ja wirklich ein Manko zu sein, dass du so aggressiv reagierst. Ja. So, warte mal ab. Vielleicht meldet er sich sogar in ein paar Wochen nochmal oder in 2 Monaten, wie es dir geht. Ja, ich bezweifle es. Aber. Kann sein, ja. Das musst du riskieren. Alles, ich sage dir mit großer Wahrscheinlichkeit, dass jede Aktivität mehr zerstört, als dass irgendetwas daraus Neues entstehen könnte. Deine richtige Aktivität war, dass du diese Therapie einfädelst. Das ist eine richtige Aktivität. Alles andere muss Zurücknahme bedeuten. Also meinst du, ich sollte Ihnen dann jetzt auch nicht morgen doch die Daten von meiner Therapeutin schicken oder so? Ja, kannst du machen. Ja. Dann sollen die sich verständigen, was und wie die miteinander reden. Aber sonst auch nichts, gar nichts. Gar nichts mehr machen. Du schickst die Daten und dann überlässt du den Dingen ihren Lauf, ob er sich nochmal meldet, wie er sich meldet und so weiter. Ich würde so machen, Janet. Ich meine, ich würde sagen, so war die Woche jetzt einigermaßen okay zu überstehen. Ich habe meine Freundinnen, die für mich da sind, da möchte ich denen auch nochmal herzlich bedanken. Nur meine große Angst ist wirklich, dass ich bin nicht die erste Freundin, seitdem er im Rollstuhl ist. Er sieht auch wirklich gut aus, muss ich sagen, ja. Und für ihn wird es kein Problem sein, sich ganz schnell, mal wieder eine neue zu angeln. Du hast Angst, dass er weg ist? Habe ich richtig Angst vor. Das ist so, Janet. Damit musst du leben. Ja. Da gibt es keine mildernden Ideen, die das irgendwie abschwächen. Ist halt immer nur so schwer, ne? Das ist das Spiel des Lebens. Ja, leider. Liebe Janet, viel Erfolg bei der Therapie wünsche ich dir. Alles Gute. Ja, ich danke dir. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne hier mit mir live reden wollt. Über welches Thema auch immer, der meldet euch oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Uwe und Uwe ist 40 Jahre alt. Hallo Uwe. Hi Domian. Uwe, guten Morgen. Hi. Um was geht's? Ich bin am Wochenende die Motorraddemo mitgefahren zum Gedanken an Hanna. Ja. Sagt dir was? Ja, aber erklär's vielleicht noch den Leuten, die es vielleicht gerade nicht so auf dem Schirm haben im Moment. Ja. Diana ist am 30. vor einem Jahr ermordet worden aus Königswinter. Und der Vater selber hat Kontakt zur Bundespolizei, Motorradstaffel. Und das war dann einfach nur Gespräch, dass die Leute sich halt mal treffen wollten. Und was daraus gekommen ist, war halt eine Anmeldung von 1000 Motorradfahrern. Und die Zählung lag dann doch bei 2600.
So viel waren es. So viel. Ich hatte es in der Presse so mitbekommen, grob, aber so viel wusste ich nur auch nicht, dass es so viel waren. Ja. Also war eine super tolle Veranstaltung. Wir haben uns am Rhein getroffen unten. Mhm. Natürlich konnten sich da nicht alle Leute treffen. Die waren dann in der Stadt überall verteilt. In Königswinter oder Oberdollendorf? Nee, in Bonn. In Bonn. An der Beethovenhalle am Rhein. Mhm. Da war halt der Treffpunkt. Wir sind dann gegen 13 Uhr losgefahren und sind dann einmal komplett durch die Stadt gefahren auf Autobahn. Mhm. Und dann die Margaretenhöhe hoch, Königswinter rein, von da aus nach Oberdollendorf. Mhm. Nee. Und das Schöne daran war halt wirklich, dass alle Leute nur aus einem Grund da waren. Wir wollten einfach nur ein Zeichen setzen. Und alleine die ganzen Leute, die in der Stadt standen, die Straßen waren blockiert, man hat uns zugejubelt. Die Autobahn von Bonn bis Königswinter war komplett gesperrt und komplett voll mit Motorrädern. Mhm. Und an der Schule, wo die Hanna ging, da war halt dann ein Stadtfest gewesen und ein Schulfest gewesen. Die Schulfreundinnen haben Kaffeekuchen gemacht, eine Hausband hat da gespielt. Der Vater ist anwesend gewesen, der Gottesdienst fand da auch statt. Und das war einfach eine super, super tolle Aktion. Das glaube ich. Haben die Leute auf der Straße in Bonn und da, wo ihr dann überall rumgefahren seid, haben die direkt verstanden und gewusst, warum ihr alle fahrt? Also es ging kurzfristig nochmal durch die Medien. Mhm. Ne? Und das hat sich dann halt auch schnell rumgesprochen wie ein Laubfeuer. Ne? Es war ja nun voriges Jahr auch ein ganz erschütterndes Verbrechen, was in Nordrhein-Westfalen natürlich große Wellen geschlagen hat, aber bundesweit auch. Und schon nach ein paar Wochen hatte man den Täter gefasst, der ja auch in Oberdollendorf in irgendeiner Firma tätig war und durch eine Speichelprobe dann gefasst wurde und nun auch verurteilt ist. Ja, ja. Das war damals natürlich so und immer, wenn so ein schweres Verbrechen passiert, dass man nicht in der Lage ist, sich den Schmerz der Eltern vor Augen zu führen. Ja, ich finde auch, dass da einfach zu wenig drüber gesprochen wird. Mhm. Und ich denke, durch diese Aktion wird sich das vielleicht ändern, weil der Vater wusste nicht, was das an Maßen annehmen wird und er war selber sprachlos, dass doch so viele Menschen gekommen sind. Das glaube ich auch, dass das für die Eltern sicher eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Aktion war, die ihr da gemacht habt. Ja. Dass so viel Mitgefühl da ist und dass ihr Kind nicht in Vergessenheit gerät. Also der Punkt, der für mich auch sehr wichtig ist, ist einfach, dass ich halt auch komplett tätowiert bin und halt auch ein dunkler Motorradfahrer bin. Und auf diese Veranstaltung der Schule waren halt super viele Kinder und die haben halt gesehen, also ich hatte mich selber mit einem Amerikaner unterhalten, der kam aus New Orleans, sind die sogar angekommen mit Motorrädern, da kamen richtige, dreckige, tätowierte Straßenrocker an und dass die wirklich nichts tun, dass die da sind, wenn die gebraucht werden, ne, dass man da wirklich Vorurteile abbauen sollte ne, und dass es halt nicht die Verbrecher halt sind, ne, sondern die wahren Täter, eher der liebe Nachbar, den man es wirklich nicht ansieht oder so. Ne? Ja. Jetzt sag mir doch nochmal, das habe ich am Anfang gar nicht richtig verstanden, wie war deine Verbindung zu dem Ort oder zu der Familie und warum hast du daran teilgenommen? Ich selber komme aus Bonn. Meine Freundin hat auch eine Tochter und ich bin halt auch längere Zeit im Knast gewesen, also knapp 7 Jahre. Ah ja. Und, deswegen, wenn ich fragen darf? BTM. Also Betäubungs-, also Drogengeschichten. Genau, genau. Was für Drogen? Heroin, Kokain. Ja. Bin jetzt seit 5,5 Jahren komplett straffrei und habe mich halt auch vor 5,5 Jahren für was anderes entschieden. Ich habe mich nicht gegen was entschieden, ich habe mich halt für was anderes entschieden. Für was hast du dich entschieden? Für ein drogenfreies Leben. Das ist sehr gut. Für ein gerechtes Leben, für Freiheit. Und so lebe ich halt auch. Ja. Kurze Frage noch zu dir. Was machst du heute? Ich mache gerade eine Umschulung selber. Ich bin gelernter Tischler, habe aber durch einen Arbeitsunfall den Rücken so kaputt, dass ich den Job nicht weiter ausüben darf und mache jetzt eine Umschulung. Ja. Ich muss mal meiner Regie sagen, ich höre irgendwelche Musik, so ganz fern im Hintergrund. Ich habe keine Musik. Nee, du nicht, aber irgendwas. Das ist eine Schlussmusik. Ich sehe auch den Fehler. Wir haben nämlich auf meinem Computer steht eine falsche Zeit und wir sind ja schon fast am Ende der Sendung angelangt. Okay. Uwe,
ich finde es sehr toll, was ihr da macht, und ich finde das sehr engagiert von dir. Ich finde es auch ausgesprochen engagiert mit deinem persönlichen Hintergrund. Ja. Und man kann den Eltern ihr Kind nicht wiedergeben, das ist völlig klar. Aber man kann den Eltern zur Seite stehen. Und ein bisschen Trost spendet das schon, wenn so viele Menschen ihr Mitgefühl auch nach einem Jahr bekunden. Finde ich ganz toll. Ja. Respekt und toll und Gruß an all die Jungs, die da mitgemacht haben. Okay. Lieber Uwe, alles Gute wünsche ich dir. Ich wollte nur noch kurz sagen, Domian, ich habe, also man muss nur im Internet eingehen unter Hanna, dann sieht man meinen Bericht, und unter markt.de, unter Soziales steht auch nochmal ein Bericht von mir mit Fotos dabei. Okay, alles klar. Tschüss, Uwe. Okay, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere erste Sendung nach der Sommerpause. In der Technik war Uwe Petersen. Ich wünsche euch eine schöne, gute Nacht. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Bis dahin. Tschüss.